Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Ich mach bei einem Gedichtwettbewerb mit. Für die Deutschen Heimattage. Sag ich. Mhm. Sagt das Känguru. Willst du es hören? Frag ich. Hab ich eine Wahl? Fragt das Känguru. Nö. Dann schieß los. Ich deklamiere. Kennen Sie Deutschland? Im Süden die Berge, im Norden das Meer und dazwischen Teer. Forschend blickt mich das Känguru an. Das war's? Fragt es. Ich finde, damit ist alles gesagt. Macht jeden Reiseführer überflüssig, sagt das Känguru. Meine Stimme wirst du kriegen. Glaubst du, ich gewinn? Nö. Ist zu kurz? Vielleicht. Ich könnte ja noch eine zweite Strophe machen, sage ich. So in die Richtung. Aber gibt's echt nur Teer? Es gibt auch noch mehr. Ja genau, Stau. Naja, sagt das Känguru. Würde ich weglassen. Hallo, ich bin wieder da, sage ich und winke kurz in die Küche hinein, bevor ich Gitarre und Rucksack in meinem Schlafzimmer ablege. Warst du weg? Fragt das Känguru. Fast 2 Wochen, sage ich empört. Ich setze mich zum Känguru an den Kaffeetisch. War auf Tour, sage ich. Ach so, sagt das Känguru. Interessiert es dich gar nicht, wo ich war? Wo warst du? Fragt das Känguru und blickt endlich von der Zeitung hoch. Ich habe ein Gedicht über die Bahnreise geschrieben. Hörst dir an und dann rate, von wo nach wo ich gefahren bin. Ich deklamiere. Das Kettenkarussell. Durch die Innenstadt zum Bahnhof, vorbei an H&M und C&A, DM und Nanunana, Mr. Klutitsch, Cinemax, O2 plus E plus, Starbucks, Rossmann, Müller und Aldi, Dunkin' Donuts und Esprit, Sparkasse, Lidl, Deutsche Bank und daneben ein letzter Punk, Le Croix, Backwiener, Feinbäcker, McDonald's, Chibo, ein geschlossener Schlecker, rein in den Zug. Windkraftwerk, 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 Schallschutzmauer, Schallschutzmauer, Windkraftwerk, Windkraftwerk, Tunnel, 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 Windkraftwerk. Raus aus dem Zug, vorbei an H&M und C&A, Lidl und Nanunana, Mr. Klutitsch, Cinemax, O2, Lidl plus Starbucks, Rossmann, Müller und Aldi, Lidl, Lidl und Esprit, Le Croix, Backwiener, Feinbäcker, McDonald's, Chibo, ein geschlossener Schlecker. Ja, in der freien Marktwirtschaft, da kann man frei wählen. Und wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten, murmelt das Känguru. Ich habe ein neues Gedicht, sag ich. Es heißt Nach dem Krieg. Na, das klingt ja witzig, sagt das Känguru. Ist auch witzig, sag ich. Es heißt ja nicht im Krieg. Ich deklamiere. Nach dem Krieg. Nachdem man entschied, der Krieg würde sich nicht mehr lohnen, fasste man einen folgenschweren Entschluss. Man teilte das Land in 4 Besatzungszonen, T-Mobile, O2, Vodafone und E+. Ein gewisser Romeo war zu dieser Zeit auf Brautschau und traf eine gewisse Julia, sie trug helles Blau, Krautblau, Romeo trug wie immer dezentes Magenta. Ach herrje, ja, der Kenner erkennt da, wie unangenehm, schon das Problem. Denn sie fanden sich zwar beide ziemlich geil, doch sie war eine O2 und er ein T-Mobile. Ende. Ende? Fragt das Känguru. Jo, sag ich. Ich wollte noch schreiben, wie sie miteinander schlafen und dann später streiten, ob der Klingelton, weil er hat sich seinen Handywecker gestellt, jetzt wie eine Lerche klang oder wie eine Nachtigall und am Ende stellt sich Julia tot, um aus ihrem Vertrag rauszukommen und er tötet sich dann wirklich, weil er denkt, jetzt verfallen ihre Bonuspunkte und so. Aber naja. Hattest du keine Lust mehr? Fragt das Känguru. Nee, sag ich. Den Rest kann man sich ja denken, sagt das Känguru. Romeo und Julia Adaptionen sind eh sowas von 1996, sag ich. Muss jetzt auch los. Rage Against the Machine spielen ja heute Abend in der O2 World Arena ihr großes Reunion-Konzert. Cool, ruft das Känguru. Ich komm mit. Vergiss es, sag ich. Als Prepaid-Kunde kommst du da nicht rein. Ich stehe im überschaubaren Getümmel dessen, was sich in Berlin ein Weihnachtsmarkt schimpft, und reibe meine Hände. Das Känguru kommt von irgendeiner Bude zurück. Was isst du denn da Seltsames? Frage ich. Das Känguru zuckt mir den Schultern. Irgendeine Art Wurst, sagt es. Ja, aber was für eine Wurst? Der Magen einer Sau, die Gedanken einer Frau und der Inhalt einer Wurst bleiben ewig unerforscht, sagt das Känguru. Wie bitte? Frage ich. Wo hast du denn den Spruch her? Irgendwo aufgeschnappt. Das Känguru schiebt sich den Rest seiner Wurst in den Mund, macht einen Satz nach vorne und landet in einem vom Räumdienst aufgehäuften Schneeberg. Es kichert. In einiger Entfernung hört man einen Kinderchor singen. Das Känguru steht auf, schüttelt den Schnee aus seinem Fell auf meinen Mantel und sagt: All diese Weihnachtslieder kommen ja so harmlos daher, aber wenn man mal ideologiekritisch rangeht... Oh ja, bitte, sage ich. Zum Beispiel Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Reinste Leistungsgesellschaftspropaganda. Ach ja?
Klar, pass auf. Die Story, alle Rentiere machen sich über Rudolf lustig und lassen ihn nicht mitspielen. Dann kommt der Weihnachtsmann und benutzt ihn als Frontscheinwerfer und plötzlich finden ihn alle super. Moral? Nur wer Leistung bringt und eine Funktion erfüllt, hat Anspruch darauf, ordentlich behandelt zu werden. Ich mag Weihnachtslieder, sage ich. Mein Papa hat uns immer Kling, Glöckchen, Klingelingeling vorgesungen. Das fand er total witzig, weil wir Kling heißen, verstehst du? Meine Mutti hat mir immer Morgen, Kinder, wird's nichts geben, von Erich Kästner vorgesungen. Kenn ich nicht, sag ich. Das Känguru singt mit brüchiger Stimme. Morgen, Kinder, wird's nichts geben, nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Mutter schenkte euch das Leben, das genügt, wenn man's bedenkt. Einmal kommt auch eure Zeit, morgen ist's noch nicht so weit. Doch ihr dürft nicht traurig werden, Reiche haben Armut gern. Gänsebraten macht Beschwerden, Puppen sind nicht mehr modern. Morgen kommt der Weihnachtsmann, allerdings nur nebenan. Was ist los? Fragt es plötzlich. Nichts, sage ich und wische mir eine Träne aus dem Auge. Nichts. Ich schalte mit der Fernbedienung Fernseher und Videorekorder an. Bud Spencer jagt Terence Hill über den Strand und bewirft ihn mit Kokosnüssen. Und was hast du so gemacht heute? Frage ich. Ich habe gerade in der Hängematte Paul Lafargues das Recht auf Faulheit gelesen und bin dabei eingedöst, sagt das Känguru. Du hast den ganzen Tag verpennt? Frage ich, hänge die Füße über die Rückenlehne der Couch und lasse meinen Kopf nach unten baumeln. Seit das Känguru den Fernseher repariert hat, steht das Bild nämlich auf dem Kopf. Ich habe nicht geschlafen, sagt das Känguru. Ich habe mich nur geschont. Außerdem habe ich den ganzen Morgen damit verbracht, eine Not-to-do-Liste zu erstellen. Bitte was? Eine Liste mit Sachen, die ich als schlecht für mich, für andere oder für die Umwelt einstufe. Heute Abend werde ich alles markieren, was ich nicht gemacht habe. Und das wird mir ein gutes Gefühl geben. Und so lange bleibst du in der Hängematte liegen, frage ich. Ist nicht viel anderes übrig geblieben. Terence Hill ist schneller als Bud Spencer. Mir wird schwindelig. Ich habe zu viel Blut im Kopf. Statt immer mit dem Kopf nach unten rumzuhängen, könnten wir auch einfach den Fernseher umdrehen, sage ich. Mach doch, sagt das Känguru. Später. Mein Blick fällt auf das schiefe Regalbrett, von dem früher immer die Bücher runtergerutscht sind. Jetzt rutschen die Bücher nicht mehr. Sie stecken in Stoppersocken. Ich schalte den Videorekorder aus. Ich habe heute früh im Zug ein neues Gedicht gemacht, sage ich. Nummer 5, sagt das Känguru. Was? Nummer 5 auf meiner Not-to-do-Liste. Gedichte schreiben. Du weißt, dass ich mich von sarkastischen Bemerkungen nicht aufhalten lasse. Ja, sagt das Känguru. Ich habe eine ziemlich eindeutige Langzeitstudie darüber gemacht. Aufgepasst, sage ich. Es sagt viel über die Welt aus, mein Kind, sagte der Vater zum Knaben, dass die Dummen glücklich sind und die Schlauen Depressionen haben. Hast du Depressionen? Fragt das Känguru. Nee, sage ich. Du? Nee. Plötzlich klingelt es von irgendwoher. Wie dem auch sei, sagt das Känguru, zieht einen Wecker aus seinem Beutel und schaltet ihn aus. Ich gehe jetzt schlafen. Ich kratze mich am Bart. Ist es nicht anstrengend, immer alles genau andersherum zu machen als der Rest der Welt? Frage ich. Es geht, sagt das Känguru und legt sich wieder in seine Hängematte. Guten Tag. Das Känguru hüpft mit einer Flasche in der Pfote um die Ecke und ruft: Ob im Club oder zu Hause, Hauptsache Biobrause. Was hast du gerade gesagt? Frage ich. Es trägt ein mit 5 Worten bedrucktes T-Shirt. Hier könnte ihre Werbung stehen. Gehst du zu einer schönen Sause? Vergiss nicht deine Biobrause, sagt es, prostet mir mit seiner Flasche zu und trinkt einen Schluck. Sofort verzieht es das Gesicht. Bäh, das schmeckt so widerlich, flucht es. Aubergine Pomelo. Wer denkt sich so beknackte Geschmacksrichtungen aus? Ich muss jedes Mal fast kotzen. Warum trinkst du es dann? Frage ich. Aus demselben Grund, aus dem die meisten Leute Dinge tun, ob derer sie eigentlich kotzen möchten, sagt das Känguru. Du bekommst Geld dafür? Korrekt. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Raum betrete, Sachen sage wie: Mach mal Pause. Natürlich mit Biobrause. Skeptisch ziehe ich meine linke Augenbraue nach oben. Und dafür bekommst du Geld von Biobrause? Hey, noch nie was von viralem Marketing gehört? Ruft das Känguru empört. Ich bin ein Multiplikator. Wie viel Euro zahlt dir Biobrause denn? Frage ich. Ich bekomme jeden zweiten Tag eine Palette Brause. Aubergine Pomelo? Ich dachte, das schmeckt dir nicht. Tut's auch nicht. Aber Dragonfruit Bärlauch ist noch schlimmer. Aha. Nur falls du dich wunderst, was er soll, sagt das Känguru. Ich habe aufgehört, Sachen zu hinterfragen, sage ich.
Das macht unglücklich. Ich erklär's dir trotzdem, sagt das Känguru. Ich habe beschlossen, da man mit totaler Konsumverweigerung heutzutage keinen mehr schocken kann, meinen Protest durch die totale Prostitution auszudrücken. Ab sofort ist alles an mir käuflich, vom Beutelaufdruck bis zur Fahne an der Schwanzspitze, vom ersten Satz nach dem Aufstehen bis zum letzten Gedanken vor dem Schlafengehen. Siehst du die dicke Dame der Lidl-Tüte? Frage ich. Ja. Und den Teenie mit dem Apple-T-Shirt? Siehst du den Typ mit seiner Ferrari-Kappe? Ja, ja. Und den Mann mit seinem Deutsche Bank-Regenschirm? Ja. Siehst du das Mädchen in der Levis-Jeans mit den Converse-Schuhen, die das Diesel-T-Shirt anhat und darüber die Tommy-Hilfiger-Jacke trägt? Willst du mir zu verstehen geben, dass meine Protestaktion kein Aufsehen erregen wird? Nun ja, sage ich. Entweder handelt es sich hier um eine der größten internationalen Protestwellen der Geschichte, von der nur wir beide nichts mitgekriegt haben, oder, ja, niemand wird deinen Protest als Protest verstehen. Naja, sagt das Känguru und zieht einen Sixpack Bio-Brause aus seinem Beutel. Der Pfandautomat nimmt auch volle Flaschen. Ich stehe gegen Mitternacht mit dem Känguru und unseren Freunden Otto von Friedrich Wilhelm und Krapotke an irgendeiner Haltestelle und wir warten auf den Nachtbus. Genauer gesagt auf den Schienenersatzverkehr. Das Känguru hat sein Fahrrad dabei. Es möchte es mit in den Bus nehmen. Otto sagt, bist du ganz sicher, dass du das wagen möchtest? Wieso? Lallt das Känguru. So überhaupt kein Problem. Das Känguru fährt nicht oft mit dem Bus. Ich könnte euch meine neuesten Gedichte aufsagen, bis der Bus kommt, schlage ich vor. Klagelied des Menschen unter dem Kapitalismus. Bis ich in meinem Bette sterbe, Wettbewerbe, Wettbewerbe. Und wenn einer von der Planke springt, wird noch bewertet, wie er ertrinkt. Bei diesen Worten beugt sich das Känguru vornüber und schwankt bedrohlich hin und her. Was macht es da? Fragt Friedrich Wilhelm verwundert. Ich versuche, beginnt das Känguru zu lallen. Es hebt seinen Kopf, holt seufzend Luft und blickt mir lange und schwankend in die Augen. Ich versuche, meinen Kopf in meinem Beutel zu stecken. In rasantem Tempo nähert sich plötzlich ein Bus. Krapotke, legen Sie sich auf die Straße und zwingen Sie dadurch den Fahrer, sein Geschoss zu stoppen, sag ich. Jawohl! Jawohl, Herr Hauptmann! Jawohl, Herr Hauptmann! Ruft Krapotke und legt sich auf die Straße. Das funktioniert. Der Bus hält. Otto, Friedrich Wilhelm und ich steigen ein. Das Känguru fragt, ob es das Fahrrad mit in den Bus nehmen darf. Wie stellen Sie sich das vor? Schnauzt der Busfahrer. Naja, sagt das Känguru schwankend. Ich würde es einfach durch die Tür in den Bus tragen. Das ist ein Bus, sagt der Busfahrer. Das Känguru nickt anerkennend. Bestimmt, sagt es. Na also, sagt der Busfahrer. Aber andererseits besteht hier ja Schienenersatzverkehr mit Bussen, sagt das Känguru. Folglich ist das hier gar kein Bus, das ist eine U-Bahn. Wollen Sie mich verarschen? Natürlich ist das hier ein Bus. Kann mir doch keiner erzählen, dass das hier kein Bus ist und wie das ein Bus ist. Mein ganzes Leben fahre ich schon Bus, ich werde ja wohl noch einen Bus erkennen, wenn ein Bus vor mir steht. Und in die U-Bahn darf ich mein Fahrrad mitnehmen, beharrt das Känguru. Aber nicht in den ersten Wagen, keift der Busfahrer. Wirklich selten habe ich zwei Betrunkene auf einem so hohen Niveau diskutieren hören. Habe ich dir eigentlich schon mein neuestes Gedicht vorgetragen? Frage ich. Das Känguru lehnt sich gegen den Türrahmen und beginnt zu schnarchen. Krass, ruft es. Ich kann im Stehen einschlafen. Wenn ich eine Maschine baue, eine riesengroße blaue, mit Gehirn und Pipapo, Touchscreen, WLAN, Gästeklo, die allen hilft und alles weiß, sogar Grammatik und so ein Scheiß. Und wenn die da nicht funzt, dann ist das Kunst. Das Känguru läuft sinnend im Zimmer auf und ab. Sagt es, zieht eine Brille aus seinem Beutel und nimmt das Ende des Bügels nachdenklich in den Mund. Wenn, wie Marx gesagt hat, die Kunst nicht der Spiegel ist, den man der Welt vorhält, sondern der Hammer, mit dem man sie verändert, sagt es. Was für eine Art Hammer war das? Ein ziemlich großer, sage ich. Zum Aufblasen, sagt das Känguru. Bunt, sage ich. Und er quietscht. Das Känguru nimmt die Hornbrille aus seinem Mund und setzt sie auf. Sie hat keine Gläser. Mit solchen Hämmern bräuchte man sehr lange, um das Kanzleramt zu demontieren. Vielleicht, sage ich, aber schon der Versuch wäre große Kunst. Kleinkunst, sagt das Känguru.